Hallo meine Lieben und herzlich willkommen endlich zu einem neuen Video. Ja, die letzte Zeit war viel zu tun, es war viel Aufregendes dabei und heute möchte ich euch von einem, ja, der aufregendsten Punkte in letzter Zeit eigentlich berichten, nämlich der große Umzug, denn ich bin mit Q umgezogen. Und warum, weshalb, erfahrt ihr in diesem Video. Die Erklärung, warum wir umgezogen sind, ist eigentlich super simpel. Denn die Anlage bei Wiesbaden, auf der wir jetzt die ganze Zeit waren, die war gepachtet von meiner Trainerin, von der Kim. Und ja, die Anlage wird jetzt leider platt gemacht, abgerissen, da kommen Wohneinheiten hin. Und dementsprechend mussten wir uns alle irgendwie ein neues Zuhause suchen. Und ja, das zieht sich natürlich jetzt auch schon ein bisschen hin. Das ist also nicht eine Sache, die irgendwie innerhalb von 2 Wochen irgendwo gereift ist. Deshalb war es natürlich alles irgendwie auch sehr spannend für uns als Einsteller. Ja, und die Kim hat sich wirklich einen Traum erfüllt, denn sie hat sich den Traum einer eigenen Reitanlage erfüllt. Und das in der Nähe von Darmstadt. Und so kam es, dass wir gesamt alle, der komplette Stall, umgezogen sind. Am 1. Mai fing es an, dass die Anlage quasi offiziell übergeben wurde und dann gingen erstmal Renovierungsarbeiten los. Wir haben gekerchert, wir haben gestrichen, wir haben sauber gemacht, wir haben alles vorbereitet, damit sich unsere Pferde so schnell wie möglich irgendwie zu Hause fühlen. Was bietet denn jetzt die neue Anlage im Gegensatz zur alten Anlage? Man kann das eigentlich gar nicht wirklich vergleichen, weil ich sag mal so, es ist ein bisschen, wir Reiter müssen ein paar, nennen wir es vorerst, Abstriche machen. Aber für die Pferde ist es einfach ein Traum. Also zumindest bei uns in der Gegend. Wir haben eine 40er Reithalle, wir haben einen 60er Reitplatz, wir haben einen sehr großen Außenlongier-Round-Pen, kann man quasi sagen, also mit erhöhter Bande. Und wir haben eine kleine Bewegungshalle. Das ist das, was uns an Bewegungsmöglichkeiten für die Pferde zur Verfügung steht. Was natürlich absolut super geil ist, wir haben super viele Paddockboxen und wir haben ganz viel Wiese und wir haben ein super schönes Ausreitgelände und es ist einfach traumhaft gelegen, es ist super ruhig, es ist so entspannend da und es ist einfach was ganz anderes, aber es ist einfach so schön, was Familie Pfeiffer sich da ausgesucht hat. Da der Umzug sich ein paar Tage verzögert hatte, war es leider so, dass ich persönlich am Umzugstag nicht dabei sein konnte, denn ich war in Berlin beim Dreh von Rider Steel. Aber mein Mann war ja da und auch Foko, der ja eine riesen Vertrauensperson für Q ist, war natürlich mit vor Ort. Und die Männer haben quasi den Umzug mitgemanagt und haben den Kleinen von A nach B transportiert. Und der Toto hat auch extra die Kamera mitgehabt. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wie das so gelaufen ist. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. You are, you are.
2 Wochen sind jetzt nun seit dem Umzug vergangen. Die Pferde haben sich einfach so krass gut und schnell eingelebt. Das war unglaublich. Also bereits am nächsten Tag war eine Ruhe in diesem Stall. Die Pferde haben Mittagsschlaf gehalten. Also man merkte einfach, sie waren alle sehr schnell angekommen. Natürlich waren die ersten Tage dennoch aufregend, sobald es halt eben außerhalb von der Box, außerhalb von der Stallgasse ging. Gerade jetzt so mit so einem jungen Pferd wie Q, der fand natürlich alles erstmal super aufregend und er findet auch 2 Wochen danach teilweise manche Sachen noch sehr spooky. Also er ist ja eigentlich ein sehr unerschrockenes Pferd, aber wenn auf einmal jetzt da was anderes steht, als es gestern stand, dann ist er schon auf einmal wieder so, wow, was ist das und warum? Warum steht das da jetzt? Interessanterweise beim Reiten ist ihnen alles egal, also das interessiert ihn nicht. Das funktioniert sehr gut beim Reiten. Ja, am Anfang war er natürlich angespannt, also ich würde jetzt nicht sagen, er ist die komplett coole Socke durch und durch. Aber er war handelbar und hat sich auch echt gut reiten lassen, jetzt egal ob in der Halle oder auch auf dem Platz. Wie ihr seht, hat Q auch eine Paddockbox bekommen. Das war so mein Versuch. Ich habe gesagt, ich möchte sehr, sehr gerne probieren, dass Q eben eine Paddockbox bekommt, in der Hoffnung, dass das auch funktioniert und er nicht irgendwie versucht, alles auseinanderzubauen und auseinanderzunehmen. Im Moment gewöhnen wir ihn dran. Das heißt, er hat stundenweise am Tag den Paddock auf, immer so ein bisschen im Wechsel, dass jetzt gerade der Nachbar vielleicht nicht eben draußen ist, weil den versucht er sehr gerne dann einfach niederzumachen. Wir müssen das Paddock auch noch ein bisschen aufrüsten, damit er eben nicht so seinen Kopf zum Beispiel durchsteckt. Das macht er sehr gerne. Er steckt seinen Kopf durch die Gitter und alles, dass das einfach ja alles ein bisschen erhöhter ist für ihn. Aber er findet es, glaube ich, wirklich super spannend, eine Terrasse jetzt zu haben. Und man merkt jetzt auch mit der Zeit, dass er immer gelassener ist. Also am Anfang hat er alles genau vermessen, überall seinen Kopf durchgesteckt. Wie weit kann ich wo mit dem Hals hin? Wie weit komme ich an die Isolierung oben vom Rohr? Kann ich da dran knabbern? Kann ich da nicht dran knabbern? Wenn ich meinen Kopf durchstecke, komme ich an den Grasbüschel, der 2 Meter entfernt ist? Nein, komme ich nicht. Aber wie weit kriege ich denn meine Nase dahin? Und wenn ich mein Bein hier durchstecke, was passiert da? Ja, das war so die ersten Tage. Ich habe dann immer nur am Rand gesessen und habe gesagt, nicht hingucken, einfach machen lassen. Nicht hingucken, einfach machen lassen. Und mittlerweile ist das schon entspannter, weil am Anfang war das so, Paddocktür auf und er stand nur draußen, weil, boah, was ist hier alles? Und jetzt ist es so, Paddocktür auf, das heißt, er geht raus, er guckt immer, ist alles noch in Ordnung, ist alles noch so, wie ich es hinterlassen habe. Und dann geht er aber auch schon wieder in die Box rein und chillt in der Box, auch wenn die Tür offen ist. Des Weiteren hat auch dann endlich für uns jetzt die Wiesenzeit angefangen und es ist einfach ein Traum, weil wir einfach Unmengen an Grünfläche haben an dieser Reitanlage. Und oh, ich glaube, die Pferde sind so happy und der Kleine genießt es Tag für Tag jetzt einfach auf der Wiese zu stehen. Er hat Platz ohne Ende, er kann rundtoben, er kann rennen. Oh, das ist super, super schön. Wir haben eine Seite, das wird alles auch vom Zaun nochmal ein bisschen aufgerüstet, weil das wird dann eine komplette Seite, die alles für die Hengste ist. Wir haben hier mehrere Hengste bei uns im Stall, das heißt, es werden dann die Hengstkoppeln. Es wird so aufgerüstet, dass sie eben auch problemlos nebeneinander stehen können. Im Moment ist es aber so, dass er immer im Blick Richtung noch zu anderen Pferden steht und er ist eigentlich sehr entspannt und findet das auch gar nicht so schlimm. Es sei denn, die Kutsche kommt vorbei, denn wir haben einen Kutschfahrer anscheinend in der Nähe und Kutsche kannte Q bisher noch nicht und bei Kutsche ist er mal kurz eskaliert und hatte ein bisschen Panik. Aber beim zweiten Mal war es schon besser. Ich hoffe, dass es dann sich jetzt auch abschwächt, dass er nicht mehr ganz so, boah, ich weiß nicht, der ist dann 10 Minuten am Stück nur auf dieser Wiese rum und ich habe ihn dann irgendwann angehalten, eingefangen und er, hast du die Kutsche gesehen? Was ist das? Ja, sehr spannend, was da so dann manchmal passiert. Und ja, ich freue mich einfach jetzt, also dass einfach natürlich so ein bisschen das Pferd einfach noch mehr rauskommt, noch mehr Platz hat. Auch wie gesagt, wenn wir Reiter ein bisschen dann einschränken müssen. Es gibt halt keine super schöne 40er Halle mehr zum Laufen lassen, ausbocken, rumtoben und sowas für ein Q. Aber dafür hat er jetzt halt einfach Wiese, Wiese, Wiese. Und ja, wir schauen, was die Zeit bringt. Ich freue mich jetzt riesig darauf. Und ja, Ausreitgelände wollte ich noch sagen. Wir haben das auch getestet, denn bereits in der ersten Woche ist der Fokus mit ihm schon mal eine Schrittrunde rausgegangen. Und in der zweiten Woche haben wir an einer angrenzenden Wiese, ja, wir sind auf einer Wiese geritten und ich bitte jetzt einfach nicht gleich eskalieren, denn das ist alles in Ordnung, dass wir da reiten dürfen, alles gut, ist er auf einer Wiese geritten, die eben halt zum Hof da gehört, direkt angrenzend und er war so brav, der Kleine, der ist einfach lang getrabt, locker flockig,
Er ist lang galoppiert, locker flockig. Also er genießt das. Man sieht diesem Pferd an, wie es genießt, auch draußen zu sein und so viele neue Eindrücke, glaube ich, zu erleben. Und ja, und jetzt freue ich mich natürlich drauf, wenn es dann einfach, wenn ich dann jetzt so weit wieder bin, dass ich auch sagen kann, ja, ich reite auch raus ins Gelände und kann dann eben auch dieses schöne Gelände genießen, weil da, ich bin zwar nicht so dieser Geländegänger, aber da freue ich mich tatsächlich jetzt drauf. Ich war leider die erste Zeit relativ krank und auch jetzt nicht nur ein bisschen erkältet oder so, sondern mir ging es richtig schlecht, sodass ich auch mehrere Tage zu Hause im Bett bleiben musste. Und so hundertprozentig fit bin ich halt immer noch nicht. Deshalb bin ich selbst noch nicht im neuen Stall geritten, weil ich einfach auch noch nicht das Go von den Ärzten hatte. Aber das wird jetzt alles kommen. Es wird jetzt eine spannende Zeit werden. Es werden jetzt wieder mehrere Videos folgen, denn es stehen viele neue tolle Sachen an. Ihr könnt also wirklich gespannt sein. Ich freue mich, dass das hier alles wieder in Betrieb geht. Es war halt einfach nur in letzter Zeit sehr viel zu tun und es auch gerade mit der Stallübernahme und sowas. Wir haben halt einfach auch im Vorfeld schon am alten Stall viel geholfen, ne? Zusammenräumen, machen, tun, organisieren. Wie tun wir was? Wie machen wir was? Was nehmen wir mit? Was nehmen wir nicht mit? Und jetzt halt eben halt im neuen Stall auch. Also ich habe die ersten Tage nur von morgens bis abends so ungefähr im neuen Stall verbracht, um eben halt zu streichen, zu helfen, zu machen, zu tun, damit einfach alles vorbereitet ist und wir es für uns schön bekommen. Es wird über die nächsten Jahre immer noch viel zu tun geben und wir sind auch noch lange nicht durch, aber es wird dann irgendwann mal, wenn das mal alles fertig ist, so nach den Vorstellungen von Kim und ihrer Familie, glaube ich, richtig, richtig geil werden. Also, freut euch drauf, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Lieben.